Ein bekanntes Lied der Blackfoes heißt »Unser Stammbaum«. Darin wird die Herkunft der Kölner besungen. Die einen stammen von den Römern ab, andere aus der Zeit Napoleons von den Franzosen, wieder andere haben ihre Wurzeln in Italien, Polen oder der Türkei. Das Lied möchte keine vollständige Genealogie geben. Es will deutlich machen, unterschiedliche Wurzeln sind für ein gutes Zusammenleben kein Problem. Auch von Jesus gibt es einen Stammbaum. Der wird heute in der Heiligen Messe vorgelesen. Auch der Evangelist Matthäus, der diesen Stammbaum verfasst hat, hatte kein Interesse an einer vollständigen Wiedergabe historischer Wirklichkeit. Er möchte etwas anderes zeigen, dass sich in Jesus die Verheißung, dass der Messias kommt, erfüllt hat. Und darum nennt er viele Namen, die in unterschiedlichen Jahrhunderten auf diese Verheißung gehofft haben. Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob, Josef, Rahab, David, Salomo, Ruth, bis zu Maria und Josef. Interessant ist aber, dass nicht nur Menschen aufgezählt werden, die vorbildlich gelebt haben, sondern auch Menschen mit richtigen Fehlern und Schwächen. Jakob, der seinen Bruder betrogen hat. David, der fremdgegangen war und den Mann seiner Geliebten umbringen lässt. Rahab, eine Prostituierte. Der Stammbaum, in dem sich eine 2000 Jahre alte Geschichte findet, ist Zeichen für Gottes Treue. Auch wenn Menschen Gott untreu werden. Durch alle Schwächen bleibt Gott treu und sendet Jesus als Messias. Dafür, dass Gott uns auch treu ist und dass er uns an Weihnachten diesen persönlichen Helfer sendet, dafür danke ich heute im Nachtgebet. 22 Uhr, domradio.de, dein Weihbischof Ansgar.